Die ist wahrscheinlich ganz oben, oder? Okay. Hey du, na? Nicht abhauen. Streicheln. Ich. So. das war's wohl dann hier. Gut. Ich würde sagen, ich mache mich auf zu dem Schrein hier. Hol uns das Ding. Wir können zwei und dann drei. Eins nach dem anderen, Freunde. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich kann auch so runter, ne? Ja. So, Monsieur. Monsieur Pferd. Bring mich. Walte deines Amtes. Erst einmal hier. Wir machen natürlich alles, ne? Also wenn es alles auf dem Weg liegt, klar. Erstmal Le Banner. Mit unserem Feuerstein. Gar kein Problem. Was ist das hier für ein Ort? Das sieht wichtig aus. Warst du mal wichtig? Ist das ein wichtiger Ort hier? Nö, hier ist nichts. Also noch nicht, vielleicht kommt ja noch was hier. So, und in 50 Metern Entfernung, da ich ein fauler Sack bin, selbst das wird geritten. So, da ist der Schrein, ne? Wie komme ich jetzt an den Schrein? Natürlich, durch den Eingang. Wie wäre es damit? Und auch hier klaue ich ein paar rote Nüsse und eine Kutsu-Wurzel. Ist das eine Katze da oben? Aber die kann ich nicht sammeln, oder? Nein. Die Katzen sind einfach überall. Fertigkeitspunkt bekommen. Wunderschön. Wir gehen zum Punkt 3. Alles wird abgeklappert. Der dritte Punkt wird der schwerste. Da ein Flüchtling ist. Ein Flüchtiger. Okay. So. Was schaue ich mir an? Hallo? Oh, der ist mit seiner Bande hier, ne? Moment, vielleicht kann ich den ja irgendwie von oben angreifen. Maybe. Vielleicht ist das möglich. Von hier? Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch. Ganz ruhig jetzt. So, da haben wir... Eins, zwei... Wo ist der dritte im Bunde? Das ist unser Ziel. Unser Flüchtiger. Ciao. Oh. Natürlich, da war ja was. Attentat auf die beiden Maschine. Wow. So. Der einarmige Bandit. Alter, ich hab hart abgeblockt. Ich verliere keinen Kampf mehr, Freunde. Ich verliere keinen Kampf mehr. In den nächsten 2 Minuten. So, ich muss mein Blut hier abwischen. Geht das auch? Oh, man muss erst schlagen und dann R1. Und dann geht das. Einfach nur R1 bringt nichts. Schlagen. Okay. Weil ich will ja mein Blut wegbekommen, ne? Dieses dreckige Blut von diesen dreckigen Menschen. Was ist das? Eine Schatztruhe. Da gehe ich mal hin. Da laufe ich sogar hin. Für Schätze laufe ich sogar. Ich habe gelogen. Ich nehme das Pferd, weil es hier steht. Oh, das ist hier drin. Warte. Kann ich hier rein? Mit dem Pferd. Ich komme sofort wieder. Moment. Wie komme ich denn da? Ich muss hier rein, ne?
Komm ich? Oh, öffnen. Ja, lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Von welcher anderen Seite denn? Oh. Ach, so ist das. Du schlaues Kerlchen. So, hier komme ich runter. Hier komme ich nicht raus. Dann runter mit uns. Ich hoffe, ihr wartet nicht irgendein Verrückter. Sehr gut. Gelber Lotus, Gift Wetzstein. Nice. Auch die sollte ich öfter nutzen. Ich sollte generell mehr Gegenstände nutzen. Ich weiß, bei Bossfights, ja, auf jeden Fall. Stangenwaffe der Abermarine. Und Knoten des Schicksals. Es gibt so viele Gegenstände hier in diesem Spiel. Das ist ja krank. Ich lieb's. 120 Stangenwaffe. 135 tiefgrünes Odachi. Alter. Aber das ist so geil. Das ist legendär. Aber ich muss tiefgrünes Odachi. Ich habe keine andere Wahl. Das Ding ist auch geil, aber das zerlegen wir. Das zerlegen wir, das Ding. Das ist jetzt mein Plan. Meine Pläne gehen immer auf. Fast. Okay, wir haben hier Handschuhe des Reisenden. Das gefällt mir mehr, denn der Angriff. Kopfschüsse plus 8,9%. Ja, damit. Ich zähle immer auf den Kopf. So. Talismanpfeil. Karma-Gewinnung geht nach oben. Was haben wir hier eigentlich? Karma-Gewinnung auch. Ja, das ist natürlich diese Eulen-Nezuko-Talisman ist natürlich, glaube ich, das Beste aktuell, was wir haben. Den Rest kann ich verkaufen oder soll ich das auch? Vielleicht kann ich das auch irgendwie zerlegen, wenn es da die Möglichkeit gibt. Gegenstände. Heilelixier, medizinische Pille. Was haben wir denn noch hier? Wir haben ja sonst nichts bekommen, ne? Also diesen Giftwetzstein haben wir bekommen, aber aktuell brauchen wir das nicht. Wir haben 4 Fertigkeitspunkte, die würde ich gerne verbraten. Und zwar erhöhter Schaden von kritischen Treffern. Erhöht den Schaden von kritischen Treffern um 8%. Oh ja! Ja, verdammt, ja. Absolut. Her damit. Bindungen. Wir haben einen einzigen Ryoma Sakamoto. Man konnte in der letzten Aufnahmesession konnte ich ihm ein Geschenk machen. Auch da vielen Dank für die Info. Ich hätte ihm auch ein Geschenk machen können. Das ist nicht weiter schlimm. Man fängt nicht direkt irgendwie Love Story an. Das war ja meine Befürchtung. Wir schenken ihm beim nächsten Mal was. Wenn wir ihn sehen. Das machen wir. So, okay. Ich denke... schaffen wir Stufe 10? Schaffen wir das? Freunde, natürlich schaffen wir das. Ich verliere keinen Kampf mehr. Ich verliere keinen Kampf mehr. Ich hab's euch gesagt. Es wird genau so kommen. Ja, mit dem Ei wollte ich sagen, mit der Feder. Einmal hier in die Pfeife geblasen. So, wir verlieren keinen Kampf. Ich hole mir erstmal diesen... wo ist es? Wo ist das Banner? Oh, das Banner ist da oben. Okay. Dann muss ich wohl da hoch. Denn ich brauche Le Banner. Aber erstmal brauche ich hier ein bisschen Blumen, wie es aussieht. Ein bisschen Gewächs. Ein verschlossenes Lagerhaus. Das lässt sich vermutlich mit einem rostigen Schlüssel öffnen. Natürlich, den du im selben Gebiet gefunden hast. Ich habe noch gar nichts gefunden. Mein Freund, ich habe noch gar nichts gefunden. So, erstmal das Banner hissen. Falls wir sterben, kommen wir hier wieder an.
Wir müssen also in dieses Lager auskommen, oder was? Können wir sonst das Gebiet hier nicht sichern? Das Ding ist so cool. Ich mag's. So, was ist jetzt hier? Hey Freunde, kommt mal rein. Raus. Die scheint verschlossen zu sein. Ach, die Gegner sind da hinten. Oh, die haben bestimmt meinen Schlüssel, ne? Ja, bestimmt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich sollte die von oben ein bisschen bearbeiten. Aber wie komme ich... Wie komme ich hoch? Ich war gerade in der Luft. Hätte ich das mal gewusst. Nein, da bin ich überhaupt nicht hin. Ich kletter doch mal hier hoch, Mann. Okay, weißt du was? Wir nehmen wieder den Weg hier. Weil hier konnte man ja hoch. Dachte ich zumindest. Kann man nicht mehr? Doch. Ja gut, aber von hier bringt mir das nichts. Nein. Von da oben bringt mir das schon was. Wenn ich von hier oben einen kleinen Sturzflug mache, komme ich darüber, ne? Der sieht mich nicht. Nein, 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 tut er nicht. Attentat verüben beim Gleitflug. Oh. Das geht also. Wer von euch ist der Kommandant? Er scheint der Oh, der kann auch was. Er scheint aber der Kommandant zu sein. Let's go. Bam. Der schießt. Das kann ich auch. Och. Du kannst doch so ein Schwert gar nicht führen. Das hast du doch gar nicht gelernt. Da, wo du herkommst. Scheint ein bisschen überfordert zu sein mit seinem riesigen Schwert. Oh ja, der ist sehr überfordert. Alter, der haut ja hart drauf. Ich habe ihn unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Ja, habe ich. Das tue ich nicht nochmal. Aber das war ganz gut. Das war ganz gut, das zu lernen, dass ich nicht das Maß aller Dinge bin hier. Moment mal, wo bin ich? Ich muss da hinten hin, oder? Oh ja. Starke Gegner. Ja, es sind halt starke Gegner, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Hilf mir! Wer hat das gesagt? Was ist denn hier los? Moment mal. Nein, 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 du hast nichts gesehen. Du auch nicht. Wer ist das alles? Was passiert hier? Was geht hier ab? Ich habe nicht mal gesehen, dass es ein Gegner ist, ehrlich gesagt. Er sah aus wie ein Hafenarbeiter. Dumm. Wo geht's nochmal hin? Hier. Okay, den Fehler, das habe ich schon mal gesagt. Mach ich nicht nochmal. Hilf mir! Ich helf dir. Ich helf dir. Helfen. Du hilfst mir aber auch beim Kampf, ne? Kogurikyo.
Gnadenlos. Okay, cool. Kann man den Hund eigentlich auch? Oder der wittert dich direkt bestimmt, ne? Ja, der hat mich hart gewittert. Sorry, Doggo. Es tut mir sehr leid. Wirklich. Was zum... Dein Ernst? Der brennt? Was? Der schießt auch noch. Sag mal, Kogure, machst du auch was? Ich mache hier den ganzen Scheiß. Gefühlt. Stop there. Oh, wer war das? Was ist das denn für einer? Was ist denn? Der sieht nicht normal aus. Was zum Teufel ist das? Ganz ruhig, greif den an, verdammt! Alter. Okay, ich habe keine Heildinger mehr. Ja. Du Kakadu. Alter, ich wollte gerade sagen, wir haben ihn einen Arm abgehackt. Und er lebt. Und bewegt sich. Wow. Danke für deine Hilfe, Kogurikyo. Okay, das war einer von drei würdigen Gegnern hier. Was? Zum Henker. Ich glaube, ich bin doch ein bisschen zu früh hier, ne? Das scheint mir doch krasse... Okay. Ja, beruhig dich. Die sehen auch einen direkt. Muss hier irgendwo hochkommen. Da. Nein, nein, du hast nichts gesehen. Und du siehst immer noch nichts. Was? Der hat das nicht getan. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Oh, Kogure. Nice. Nicht schlecht. Trotzdem habe ich nichts mehr. Habe ich im Inventar irgendwas? Gegenstände oder so, die ich nutzen könnte. Das sieht überhaupt nicht danach aus, ne? Anti-Lähmungspille, Gegengift, Löschpulver. Ja, damit könnte ich es versuchen. Also ich werde auf jeden Fall mal hier hochgehen, gucken, was es hier so gibt. Aber ich bezweifle sehr, dass wir an denen vorbeikommen. Vor allem, das ist auch noch so einer von den dicken Gegnern, ne? Oh ja, das war schlau. Das war sehr schlau. Oh mein Gott. Okay, ja, das ist... Ja, wir sind zu früh. Ich habe mich übernommen. Man muss auch ehrlich sein zu sich selbst. Wenn man merkt, es ist zu schwer, dann ist das halt so. Du hast den Schlüssel nicht. Ja, ich weiß. Schatztruhe gibt's ja aber. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Neuer Ort. Wir müssen alle Orte finden, auch hier. Was gibt's hier? Apotheke. Oh, vielleicht sollten wir uns ein paar Heilgegenstände kaufen. Sollten wir tun. Direkt rechts von uns ist ein Denkmal, ein Mahnmal. Ne, ein Denkmal. So, komm mal her. Was gibt's denn hier Schönes? Muss ich jetzt komplett hier drumherum laufen, oder was? Was denn hier?
Das Gebäude hier wahrscheinlich. Ein Wahrzeichen. Englisches Haus Nummer 1. Wow, dein Ernst? Ein zweistöckiges kaufmännisches Büro im Honshu-Bezirk von Yokohama. Es zeichnet sich durch ein Walm- und Giebeldach aus und beherbergt die Yokohama-Niederlassung von Jardine Matheson & Co., einem der ersten Unternehmen, die sich in Japan etablierten. Da die Adresse des Hauses die erste in diesem Bezirksblock ist, ist es allgemein als englisches Haus Nummer 1 bekannt. Ist es tatsächlich so? Okay, ich versuche natürlich jetzt in Zukunft alles zu lesen, was wir finden. Das habe ich ein bisschen, ja, ich sag mal, vernachlässigt, Katze. Ein wenig vernachlässigt, aber wir werden uns besser. Ich war auch etwas verwirrt von dem Ganzen hier. Aber das bin ich nicht mehr. Und wir verlieren auch keinen Kampf mehr. Keinen einzigen Kampf mehr. In den nächsten... Oh, der kann uns hören. In den nächsten 2 Minuten. Wie komme ich hier rein? Durch den Hauseingang vielleicht? Dass sie uns sieht, ist egal, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht egal. Die ist einfach durchs Fenster abgehauen. Wie komme ich denn hier rein? Wie soll ich mich denn da dran vorbeischleichen? Ohne dass sie mich sieht? Oh, von oben vielleicht? Hier gibt's keinen Eingang. Wie soll das gehen? Das ist gar nicht möglich. Okay, wir kommen wieder. Ja, Katze gesperrt. Toll. Stufe 9 auf der Flucht. Ginai Inoko. Weißt du was? Wir versuchen es mal. Wir versuchen es. Was bleibt mir anderes übrig? Ich mag diesen Gleiter sehr. Macht irgendwie Spaß. So, in 30 Metern also. Steht der hier einfach rum? Wer schnarcht denn hier so? Ist das er? Wie komme ich hier rüber? Vielleicht von der Seite erstmal. Ah, okay. Okay, ganz ruhig. Ich will dir nichts Böses. Eigentlich will ich dir was Böses. Noch ein Angriff. Okay, gut zu wissen. Nimm deine Pillen. Das ist ein harter Kampf. Ich nehme mir auch echt die schweren Kämpfe, oder? Jetzt mal ernsthaft. Okay, wir sind schon wieder hier. Die Katze ist wieder da. Ich versuch's nochmal mit der Katze. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinbekommen soll, dass sie nicht aufsteht, aber ich meine, wie soll das sonst gehen? Vielleicht muss ich mich noch langsamer bewegen. Noch langsamer. Oh mein Gott. Okay, die Katze, die ist schlau. Vielleicht kann ich von hier irgendwie einsteigen. Nein. Wie soll ich denn an diese Katze kommen? Die steht doch direkt auf. Hat sich wieder hingelegt? Hat sie. Noch langsamer?
Bin jetzt übervorsichtig. Scheiße, da komme ich nicht dran vorbei. Ich muss auf sie zu. Okay, also langsam drauf zu geht auch. Das ist sogar noch schwieriger als irgendwelche anderen Gegner umhauen. Wenn wir ehrlich sind. So, okay, hier muss ich nochmal hinkommen. Zu ihm müssen wir auf jeden Fall auch nochmal. Da gibt es einen neuen Kampfstil. Aber vielleicht jetzt nicht? Ja, vielleicht doch. Wenn ich hier hinreise, dann werde ich hier wiederbelebt, oder? So, an diesem Banner müsste ich doch wiederbelebt werden. Eigentlich. Und dann kann ich es nochmal versuchen. Komm, wir versuchen es nochmal. Irgendwie muss man den noch schaffen. Der hat hier geschlafen, ne? Da schläft er. Kann man sich anschleichen? Man kann sich bestimmt nicht anschleichen, oder? Kann man. Unerwartet, aber es hat geklappt. Alter, ich konnte mich nicht bewegen. Krasser Scheiß. Okay. Der macht mich kirre, der Typ. Der macht mich absolut kirre. Obwohl wir den erwischt haben im Schlaf, macht er mich hier fertig. Probieren wir es dann nochmal. Wer bist du denn eigentlich? Hi! Was kann man bei dir kaufen? Red mit mir! Offensichtlich kann man bei ihm gar nichts kaufen. So, das probiere ich jetzt mal aus hier. Geht das? Das geht! Bam! Ich bin mal ein bisschen aggressiver. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich meine, ich wäre auch sauer, wenn er mich so unsanft geweckt werden würde. Ganz ehrlich. Da wäre ich mega sauer. Okay, das ist zu krass. Oh. Schatztruhe. Kommen wir da ran? Oder ist das bei ihm eine Schatztruhe? Wahrscheinlich bei ihm eher, ne? Ja, wenn wir ihn besiegt haben. Oder? Oder kommen wir hier rein? Nur wenn wir gegen ihn kämpfen. Ich probiere es noch einmal. Ich will es noch einmal probieren. Macht ja keinen Unterschied, ob ich mich anschleiche oder nicht, ne? Also, ob ich mich anschleiche oder vom Dach komme, meine ich. So, komm her jetzt. Die kann man halt nicht abwehren. Junge, der Typ ist krank. Der ist absolut krank. Ah.
Vor allem, der betäubt mich immer mit jedem Schlag. Trink deinen Scheiß. Komm. Er hat's nicht getan. Er hat's nicht getan. Er hat's nicht getan. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Es ist... Okay, weißt du was? Scheiß auf dich. Apotheke. Wir gehen mal zur Apotheke. Was ist das hier eigentlich? Langhaus. Ach so, hier kann man chillen. Schwarzmarkthändler brauche ich gerade nicht. Kann man hier sonst irgendwas erledigen? Beamter. Nee, danke. Hier könnten wir noch hin auf jeden Fall. Oh, hier auf jeden Fall zum Schrein. Weißt du was? Dann mache ich das weg. Dann mache ich den hier weg. Den will ich auch nicht mehr haben. Ich muss ja zu dem Schrein hier. Das heißt, hier möchte ich hin. Dann, ich will mal eine kleine Rundtour. Schrein. Wie viele kann man maximal? Weiß ich jetzt nicht. Und dann gehen wir zur Apotheke. Eine kleine Rundtour machen. Moment, was? Was habe ich hier? Schrein. Und das Ding müssten wir auch machen, ne? Ja, machen wir. Ab. Wir müssen einen kleinen Plan spielen, wie wir uns ein bisschen verstärken. Das kann doch nicht wahr sein. Also das ist ja... Das ist ja Wahnsinn. So, aber das mache ich natürlich mit meinem Pferdi. Hey du, du siehst aus, als würdest du was vom Kämpfen verstehen. Willst du dein Können auf die Probe stellen? Aber selbstverständlich. Erzähl mal. Ganz einfach. Du musst nur meine Freunde da drüben besiegen. Es heißt, Samurai könnten sogar gegen Pistolen ankommen. Das will ich mit eigenen Augen sehen. Moment mal, ich soll deine Freunde umbringen? Na los, zeig mir, was du kannst. Ich soll die umbringen. Alter, dieser Hut, ne? Okay. Das war zu schnell. Ich bring die gerade um, ne, Kollege? Ich hoffe, das ist dem klar. War die lange Reise wert. Hier, ein Zeichen meines Dankes für diese beeindruckende Vorführung. Holz. Ein Arbeiterhut. Das Langschwert eines Hollandophilen. Ein Herrenanzug. Eisenerz. Ein Steinschlossgewehr. Du hast mir gerade Schrott gegeben, damit ich drei deiner Kumpel umbringe. Und dafür werde ich nicht gesucht hier? Ja, okay. Von mir aus. Ich meine, ich mach's. Für Loot mache ich alles. So, das ist, das brauchen wir nicht. 110 mechanisches Steinschlossgewehr. Das haben wir gerade bekommen, ne? Das ist natürlich nice. Das nehme ich gern. Okay, sonst haben wir hier nur, ja, Schund bekommen von ihm. Brauche ich alles nicht. Kann ich alles verkaufen oder zerlegen oder sonst irgendwas? So, okay, cool. Was haben wir im Inventar noch? Oh, kann ich das eigentlich lesen? Das importierte Buch? Ein Buch aus einem fernen Land, in dem hierzulande unbekannte Technologien erklärt werden. Potenziell nützlich, um Mechanismen und Maschinen zu verbessern. Hört sich gut an. Okay.
Gut. Machen wir. Aber erstmal klappern wir diese Dinger hier ab. So, das erste wäre hier. Ich weiß schon nicht mehr, was es ist. Aber wahrscheinlich war es wichtig. Wie komme ich denn hier hin? So, von hier vielleicht? Ach, hier ist ein Strein. Ein Schrein. Ja, absolut. Fertigkeitspunkt. Ich glaube, verliere ich meine Fertigkeitspunkte bei Kämpfen. Ist das so? Das wäre natürlich übel. Exactly. So, hier gehen wir weiter. Oh, Moment. Ja, ich erinnere mich. Da war noch ein Banner, das ich anfassen konnte, oder? Wo war das? Müsste hier irgendwo sein. Oder weiter im Norden? Ja, es kann auch sein, dass da oben ist. Ja, da ist es. Da klettern wir hoch. Das gibt bestimmt Loot. Willst du mich verarschen? Ja, das wollte ich. Genau da wollte ich hin. Können wir weiter hoch. Sehr schön. Und schon sind wir da. Und hier können wir unser Banner hissen. Damit verbessern wir natürlich unser... Wie heißt es? Dass uns dieser Stadtteil mehr mag. Wenn ich's mal einfach ausdrücke. So, einmal hier rüber bitte. Langsamer nicht. Ich will da hin, da hoch. Komm ich da hoch? Komm schon. Ach, das US-Konsulat, das ist ein Wahrzeichen. Das UN... US, nicht UN. US-Konsulat. Die Vertretung der US-Regierung im Yamashita-Bezirk in Yokohama. Ursprünglich befand sie sich im Hongakuji-Tempel. Tempel. In der günstig gelegenen Verkehrsstadt Kanagawa. Wurde dann aber nach Gründung der ausländischen Siedlung zerlegt. Verlegt, nicht zerlegt, Entschuldigung. Was ein kleiner Buchstabe so ausmacht. Moment, ich muss mal mein Blut abwischen. Danke. Hier auch. Unbedingt, ganz wichtig. So, hier fliegen wir weiter. Darf ich überhaupt sein? Ist das hier nicht Sperrgebiet oder sowas? Weil US-Boden? Wahrscheinlich werde ich es gleich herausfinden, ne? Oh. Na? Tolle Wache bist du. Ganz tolle Wache. Ein Fertigkeitspunkt. Die Yokohama Kirche haben wir gefunden. Das war das hier. Okay. Eine katholische Kirche im Yamashita-Bezirk von Yokohama. Sie wurde im Rahmen des Freundschafts- und Handelsvertrags zwischen Frankreich und Japan und als Symbol dafür, dass Shogunat das Christentum fortan nicht mehr verbot, in der ausländischen Siedlung errichtet. Mit ihrer Mischung aus gotischer und japanisch-buddhistischer Architektur zieht sie Besucher aus Edo und von weit her an. Ja, ist halt recht dunkel gerade, deswegen sehen wir das nicht wirklich, aber ja, das ist sie. Das ist die Kirche. Die Yokohama-Kirche. Was ist hier? Ein Schrein, ne? Da komme ich bestimmt locker hin, wenn ich hier rumgehe. Hoffe ich. Ja, okay. Das hat nicht so gut geklappt. Von hier vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Komm her, Little Schrein. Okay. Wie viele Fertigkeitspunkte haben wir? 3? 4? Wir sollten die direkt verbraten. Dann trautes Heim, Freunde. Trautes Heim.
Bindungsstufengrenze. Du hast eine Charakter-, Gebiets- oder Ronin-Bindung ausreichend gestärkt und die Bindungsstufengrenze erreicht. Wenn du versuchst, deine Bindung weiter zu stärken, erhältst du die gleichen Belohnungen wie zuvor. Okay. Finde ich gut. Yamashita, Stufe 3. Ah, okay. Nice. Finde ich gut. Wenn ich jetzt auf die Map gucke. Aha. Schatztruhe und Katze haben wir gefunden jetzt. Wir haben also zwei neue Sachen, die ich mir natürlich angucken muss, Freunde. Muss. Es gibt gar keinen Weg dran vorbei. Kann ich hier drüber springen? Komm schon, du kannst. Mein Freund, du kannst. Protagonist, ich bitte dich. Natürlich kannst du. So, wo war das jetzt? Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Wo ist die Schatztruhe? War die Schatztruhe nicht hier? Ist vielleicht sie hier drin? Oder ich bin schon längst dran vorbei. Kann natürlich auch sein. Hä? Hab ich die nicht markiert? Was mache ich? Was tue ich? Wo ist denn die Schatztruhe? Ne, hier bin ich ja gar nicht. Ich bin hier. Ich bin dran vorbei. Ich Idiot. Ich bin überhaupt nicht richtig. Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Da ist doch die Truhe. Mann. Das sieht aus, als wäre die da drin. Ich hoffe, ich komme da irgendwie... Ja, ich komme da irgendwie dran. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie kriegen wir das hin. Jägerkappe. Und ein Blumenzwiebel der Pfingstrose. Okay. Was haben wir für eine neue Waffe? Haben wir nicht, ne? Wir haben eine neue Kappe. Oh, danke. Gott sei Dank. Oh ja, die ist besser als die US-Marine-Kappe. Und die sieht auch ein bisschen besser aus. Nicht viel. Oh, diese Kombinationen hier sind einfach Feuer, Freunde. Die sind einfach Feuer. Ich find's geil, dass man das machen kann. Ich find's mega. So, was ist hier? Streicheln, bitte sehr, komm her. Zum Glück bist du nicht abgehauen. Wäre ich aber sauer jetzt. Sammelleidenschaft. Sammlung vervollständigt. Katze gefunden. Plus 2 Fertigkeitenpunkte. Oho, siehst du, das bringt sogar was. Okay, wir haben 6 Punkte. Die würde ich gerne verbraten. Wir gehen mal auf Geschicklichkeit. Luftangriff. Wurfanker-Attentat. Töte bestimmte Gegner mit dem Wurfanker, ohne ihre Verbündeten in der Nähe zu alarmieren. Oh, das ist natürlich nice. Das sollte ich vielleicht tun. Unterwasserwurfanker. Okay, lange Entfernung ohne Kieferbrauch zu überbrücken. Auch das werden wir uns irgendwann holen. Kauereffektschaden erhöht den Max-Key-Schaden, den du deiner Umgebung zufügen kannst, nachdem du erfolgreich ein Attentat verübt hast, sodass Gegner für Kauern anfälliger sind. Sollte ich tun. Ja, ich habe jetzt einige Punkte verbraten, aber ganz ehrlich, das war es mir wert. Das war es mir absolut wert. Okay, was wollte ich mir machen? Hier noch, ne? Zur Apotheke wollte ich noch. Ja, stimmt. Zur Apotheke, komm her, bring mich. Ich will ein bisschen... Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben nichts zum Heilen hier. Nichts. Absolut nichts. Und deswegen, meine Liebe... Und Wona, ja, wenn ja, es um Moment. Medizin geht, dann kann man nie genug haben. Na klar, das weiß ich doch. Ausdauerwirkstoff... Moment mal, was? Ach, kann ich das herstellen wahrscheinlich, ne? Wie kann ich dir helfen? Ja, hier, Heilelixier... Rauchbombe des Einsiedlers. Gewehrkugel haben wir jedem... Ja, jede Menge würde ich jetzt nicht sagen, aber... Wie viele können wir denn? Inventar ist derzeit voll. Ach so. Ja, wir machen 3 Kann Stück. Ich noch was für dich tun? Ja, nee, danke.
Alles gut. Vielen Sei Dank. Sei bitte vorsichtig. Ja, danke, du auch. So, okay. Wir sind dabei, Yokohama zu erforschen. Wir haben einiges erlebt. Hier haben wir noch einen krassen Fight, Stufe 12. Das sind alles Dinger hier, Stufe 12. Das sind alles Sachen, die ich aktuell noch nicht hinbekomme. Dafür müssen wir uns ein bisschen verbessern. Hier ist eine Katze. Dafür müssen wir uns natürlich verbessern, aber ich glaube, beim nächsten Mal, wir werden nämlich die Aufnahmesession etwas unterbrechen. Hier muss ich auch noch hin. Hier muss ich hin. Stufe 6 kriegen wir hin. Stufe 6 kriege ich safe hin, Freunde. Weißt du was? Damit ich es nicht vergesse, reisen wir an diesen Ort und wir schnappen uns den. Allerdings nicht mehr heute, sondern in der nächsten Aufnahmesession mit unserem wunderschönen Schnauzer und mit dem Mut werden wir diesen Flüchtigen erwischen. Wir haben auch noch Nacht. Das passt perfekt. Freunde, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt mir weiterhin Tipps. Ich hoffe, ich mache es einigermaßen richtig. Ich lerne ja dazu, ne? Ich lerne, ich bin ja lernwillig. Also vielen Dank nochmal und wir sehen uns. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.